Hallo und herzlich willkommen beim Stream von Neverwinter. Ich wollte mal eigentlich heute meine zweite Artefaktwaffe bauen, aber leider kann ich das wohl nicht. Muss ich wohl doch noch was machen, aber egal. Ja, du mich auch. Kreuzweise. Zehntausendmal weise. Alter, woran der schon wieder denkt. Woran der immer denkt. Ich verstehe nicht, wie man immer an so eine perverse Scheiße denken kann. Mann, wie lange dauert es denn, bis Lost Mars Horde startet? Noch 6 Minuten. Ach, scheiße, ey. Am besten 5 Minuten davor noch anfangen und dann können wir es 3-mal machen, diese Scheiße. Ja, es kommt auf die Gruppe an. Wenn man Gruppe schnell findet und keine Deppen drin hat, dann... Ogmas. Ja genau, träum weiter. Ich wette mit dir, es gibt billigere, die es da anbieten. Dafür kann man sich schon das Reittier holen. Und das ist sogar billiger, es kostet eine halbe Mille. Der will mehr was ist das für eine Logik? Okay. Nee, ich sag nix. Der Ero ist ja weg. Ja, irgendwie haben die ja Scheiße gebaut. Es kann nämlich nicht daran liegen, dass so viele darauf zugreifen. Willkommen beim Stream. Nein. Da irrst du dich. Wenn alle... Doch, doch, so gesehen ist es gesplittet. Für jedes Gewölbe... eigener Server. Das stimmt. Trotzdem. Nee, also so krass war es eigentlich noch nie. Das ist seit der Serverwartung wird so. Seit der Serverwartung. Und das liegt wohl an der Serverwartung. Ach man, wann fängt. Ja, finde ich auch. Ach man, wann fängt die scheiß Gewölbe an? Ja, mindestens. Laguna und ich könnten sogar 3 Gewölbe schaffen. Wenn jetzt endlich mal das Ding starten würde. Wo habe ich das Falsche ausgewählt? Ich bin mir sicher, ich habe Lost Mars Horde ausgewählt. Jo, habe ich auch. Ja. Einer will für den Blutrubin 100 Gold haben. Ja, das heißt Server not responding. Nee, das heißt nur... Nee, das heißt, dass die Server nicht erreichbar sind. Server sind nicht erreichbar, schon so und so lange. Und er versucht weiter bis zu einer bestimmten Zeit. Und dann bricht er ab. Funktioniert nicht.
Brauchst du nicht probieren, funktioniert nicht. Ich auch. Alter, was ist denn hier los? Hatten wir ja noch nie bei Lost Mouse Horde so lange. Ey, das ist doch echt nicht normal. Also keine Ahnung, was die jetzt mal in der Serverwartung machen, aber ich glaube, die warten die Server nicht, sondern die machen die Server einfach so, dass sie uns ärgern wollen. Das kann ich mir eher vorstellen. Ach komm, na endlich! Ey, 2 Minuten bevor es zu Ende ist! Ach, fickt euch doch kreuzweise, ey. Ich glaube, ich sage, wer der eine macht jetzt ein X, dann bring ich ihn um. Dauert so lange schon zu suchen und dann kommt man noch nicht mal rein, oder? Nein. Nein. Oh, ich krieg dann eine Krise. Ach, Gott sei Dank. Bei mir auch. Ich dachte jetzt schon, ey, ich hätte jetzt die Krise gekriegt, ganz ehrlich. Wieso? Warum willst du mal raus haben? Nur weil du nicht teilen willst. Deke? Wieso? Das ist bestimmt Rabbit, der ist gerade abstellt. Ein Waldläufer? Gut. Beantin. Das hört sich irgendwie nach Schurke an. Schurke, ich wusste es! War so auf sich die Laguna, ey. Komisch, bei uns steht oben rechts keine Gewölberkundung. Steht bei dir oben rechts Gewölberkundung? Ist aber aktiv. Hm. Und wenn es nicht zählt, egal. Ja, wenn's, ganz ehrlich, wenn's nicht zählt, egal, ich hab noch einen Ersatzschlüssel. Ich auch. Also passt schon. So, jetzt noch den da und dann fertig. Ich bin telefonieren.
Haben wir also ein Übereinkommen, mein Fürst Lostmorph? Ja. Die Bezahlung ist angekommen. Ich werde mich dann verabschieden. Wir werden uns schon bald in Neverwinter wiedersehen, nachdem ihr es in Schutt und Asche gelegt haben werdet. Thank you.
seid so gut wie noch. Naja, fast.
Haben wir also ein Übereinkommen, mein Fürst Lostmorph? Ja. Die Bezahlung ist angekommen. Ich werde mich dann verabschieden. Wir werden uns schon bald in Neverwinter wiedersehen, nachdem ihr es in Schutt und Asche gelegt haben werdet.
Was gibt denn? Thank you.
Haben wir also ein Übereinkommen, mein Fürst Lostmorph? Ja. Die Bezahlung ist angekommen. Ich werde mich dann verabschieden. Wir werden uns schon bald in Neverwinter wiedersehen, nachdem ihr es in Schutt und Asche gelegt haben werdet.
Ich bin die Heilung in Person. Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger. Bist du irre? Kannst du alleine machen. Ja, wenn du Gearscore hast, du bist aber jetzt mach wohl nicht den Gearscore hast, du Witzbold. Flitzpiepe. Ja, reicht doch. Ja, träum weiter. Träum weiter. Also wovon träumst du nachts? Ich glaube, der hätte dir was anderes erzählt.
Ich glaube, der hätte dir was anderes erzählt. So, und jetzt mache ich schon wieder mein Drachenartefakt. So, also mein Artefakt ist morgen um 19 Uhr ist es fertig. 19.10 Uhr. Wie kann man auch, ey, ganz ehrlich, wie kann man sein Artefakt ohne Schutz aufwerten wollen? Sorry, das ist Dummheit. Das ist pure Dummheit. Und Dummheit, sagt man noch immer, muss bestraft werden. Das ist die Strafe. Also wenn da steht, so und so viel Wahrscheinlichkeit, dass du es hinkriegst, dann heißt das bestimmt so und so viel Wahrscheinlichkeit, dass du es hinkriegst. Oh, bei 90% ist es verkackt. Ich hab's da ohne Schutz gemacht, ganz ehrlich, bin ich ehrlich bei. Bei 90% habe ich's ohne Schutz. Und bei mir auch. Ey, der Witz ist, ich hab zwei Sachen von 40% Wahrscheinlichkeit, 30% Wahrscheinlichkeit gemacht, zwei Sachen. Sofort auf episch. Das dritte Ding, fehlgeschlagen. 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 Boah. Ist mir so umständlich. Ist mir so umständlich, ganz ehrlich. Scheiß Bugs hier. Wenn da viel sein wird, viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist das Wort. Ist doch nicht schwer, brauchst nur 10 Cent, 100 Cent, Entschuldigung. So, ich habe auch Hundi ausgegeben hierfür. Aber mehr werde ich auch nicht ausgeben. Nö, bin nur... Ich bin arbeitslos. Was mache ich ohne Arbeit bloß? Schneide jedem die Nudel ab. Das war perfekt lang, oder? Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Das hat gepasst, aber sowas von. Sowas von gepasst. Oder seine Freunde sollen die Eier quetschen. Schatz, gib mir Nussknacker. Ja, was denn? Stimmt doch. Nimmst einen Nussknacker, das reicht.
Mehr brauchst du nicht. Na, mein Beileid. Oh Gott. Ey. So, also ich mach gleich Schreckensgewölbe. Das normale. Ja, ich mach nur das normale für meinen Trickserschurken eben, ne? Der Ero! Ich habe ein Wort für euch. Blutsaugen. Wie viele Story-Missions gab's denn bisher? Oh, bisher 5 Stück schon? Nicht schlecht. Weiß ich. Echt? Also das hört sich gut an. Wesentlich mehr nur hier 3 Story Quests fertig durch. Also Entschuldigung, das hört sich schon gut an. Nee, sag nichts von der Story. Sag nichts von der Story. Ist schlecht für deine Gesundheit. So ist das Leben. Ah, das ist doch gut. Das ist mal was Positives. Der Handschuh, der Warte, Lingorix, ein heimtückischer schwarzer Drache. Ja, sehr lange schon. Ich befürchte, er arbeitet mit dem Kult in Evendowns zusammen. Der Drache muss besiegt werden. Andernfalls ist es offen, dass der Kult seine Ziele an diesem Ort erreicht.
Genau. Ja, das haben sie auch angekündigt. Exotisches Bruchstück fertig in deinem Inventar. Mit Glitchen geht. Doch, doch. Jedes Mal, wenn ich wegteleportiert und er zum Beispiel durch das Portal kommen würde, passiert automatisch, dass er ja seine super voll hat. Und da seine super voll ist. Jupp. Yep. Also lohnt sich die Arena so lange nicht, solange man keinen Schlüssel hat. Na super. Natürlich 5 Stück. Die neu sind. Schicksalsbringer ist die beste Pistole immer noch. Hä? Ja und? Gibt es ja nicht.
Davon träumt er. Davon träumt er. Davon träumt er, dass es so ein Tauschsystem geben wird. Ganz ehrlich, da würde ja jeder Gjallarhorn kriegen. Die wollen ja so machen, dass man da schwierig die Waffen kriegt und nicht, ach ja, ich krieg alles hinterhergeworfen. Dann kann man genauso gut das Tauschsystem von Spieler zu Spieler machen. Kann man genauso gut machen dann. Wenn man das so macht. Dann ist es nicht sinnlos. Na, wenigstens etwas. Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger. Braucht jemand die Grabverwüstung, dann soll er mitkommen. Wenn er sie nicht braucht, Pech. Bye bye. Mein Gefährte ist tot, dieser Vollidiot. Könnt ihr etwas mit einer großen Keule bekämpfen?
Hm? Wie ist der Moon? Welcher Endboss jetzt? Mein Beileid. Wenn dieser Boss einen auf den Keks geht. Aber ich mach gerne mit. Nee, die nächste Runde meine ich. Das Problem ist, ich habe leider noch nicht ganz. Ich muss erst mit Tier 1 ein bisschen machen, sehe ich gerade. Ich habe noch 7400 Gearscore. Oh, ich habe alles nur blau, glaube ich. Ach ne, zwei episches. Ah, nichts Wichtiges, was episch ist. Willkommen beim Stream. Scheiße, er hat mich getroffen. Jetzt trifft er mich nie mehr. Aua. Wie jetzt? Na denn, die haben wohl alle lieb. Nur dich nicht. Dachte er, der 100 Euro reingesteckt hat. Ich bin auch nicht so bekloppt.
Ich habe mir von den 100 Euro ein paar Schlüssel geholt, einmal ein Reittier und einmal Dingsbums geholt und einmal das Drachenlegendenpaket. Das war alles. Und mehr wollte ich auch nicht reinstecken, ehrlich gesagt. Versteck des Piratenkönigs. Na, jetzt heißt mir diese Scheiße für dich. Habe ich eigentlich schon Tractus gekillt? Glaube nicht. Scheiße. Egal, als nächstes mal Icepire Peak. Und dann mal meinen Hexenmeister. Und wenn ich meinen Hexenmeister fertig habe, dann mache ich den hier wieder. Willkommen beim Stream, die dazugekommen sind. Der Spinnenboss? Der hält sich immer. Ich dachte, du hast den schon mal gemacht. Oh Gott. Psst. Darf er selbst rausfinden. Ist eigentlich nicht schwer, wenn man genau drauf achtet. Okay, du erzählst ihm gerade Schwachsinn, aber ist okay. Er hält sie nicht, wenn er von den... Ja, aber es kommt auf den Damage an, den die Leute machen. Wenn die Leute da nur Luschenwaffen haben, dann ist es egal, was sie machen. Das müssen wir bedenken. Du redest wieder von einer Sache, wo nicht du wahrscheinlich eine gute Gruppe dabei hattest, die richtig Damage gemacht hat. Und das fehlt ihm leider. Ja. Und nur so neben Info, die kleinen Spinnen heilen ihn. Und auch die anderen Gegner heilen sie ihn. Eigentlich heilen ihn so gesehen alle Gegner, die dazukommen. Aber es kommt drauf an. Wenn die Gegner in den roten Flecken stehen, den sie ruft, dann wird sie geheilt. Das wissen die meisten Leute immer nicht. Deswegen spiele ich auch so ungern mit random Spinne, weil es Idioten sind. Es muss hier wurden. Der kommt. Ihr da, ich brauche eure Hilfe. Mein Name ist Hezra Stormhammer. Ich bin Florian Icehammers Minenmeister, habe ein Problem. Den Angriff der Goblins hat die Arbeit in einer unserer ergiebigsten Mithril-Minen zum Stillstand gebracht. Wie ihr sicher wisst, ist Lord Icehammer ein Mitglied der Allianz der Fürsten. Und warum eine kleine Siedlung wie diese eine so einflussreiche Position innehat, ist das Mithril in diesen Bergen. Sobald das Mithril nicht mehr fließt, wird Icehammer die Position. Bist der Letzte, warst der Letzte, wirst immer der Letzte bleiben.
Alter, wie haben die mir jetzt mit einem Schlag gekillt? Was? Die Viecher sind nicht normal. Ich bin die Heilung in Person. Dr. Quinn. Wie kommen die auf solche Namen, ey? Ja genau, er ist dann immun, wenn ich zuschlage, genau. Ganz zufällig. Und dieser Schlag zählt natürlich wieder nicht, obwohl ich ihn von hinten angegriffen habe. Leck mich. Scheiße. Mist hier. Zumindest der Tank, was seine Aufgabe ist eigentlich, aber naja. Oh Gott, ey. Oh, unterm ersten Balken, Alter. Jetzt heilt er sich wieder. Toll. Viel Spaß, Alter. 3 Stunden hast du noch nicht geschafft. Richtig räudig, der Boss. Hört da mal auf irgendwann auf, die Viecher hier. Scheiß Patte. Also nee, irgendwie hat der Controller jetzt auch schon langsam eine Macke hier. Sagt, Controller ist nicht angeschlossen, obwohl der angeschlossen ist. Voll die Scheißdinge. Oh, kann dieses Gestatt da mal aufgehen, aufhören, ey. Zum Kotzen diese Scheiße. Wer weiß, finden. Alter, Dauerstadt da langsam hier. So, zurück zu irgendwas Sturmhämmer. Ja, weil es Idioten sind. Weißt du, wie es nicht normalerweise geht? Einer kümmert sich, ein bis zwei Leute kümmern sich um die kleinen Mobs. Und die anderen drei kloppen auf den Boss. Fertig. Normalerweise braucht man noch nicht mal einen Heiler dafür. Normalerweise. Jupp. Willkommen beim Stream. Die wollen dich immer verarschen. Es muss alle tun. Alle Bergleute von Icehammer tragen Halsketten mit Runen mit sich, um sie so identifizieren zu können, falls sie einem Minenunglück zum Opfer fielen. Dieser Angriff war zwar kein Minenunglück, Giftvorratskisten, dies, das, jenes. Alter, immer hin und her laufen, das geht nicht ein zum Kart. Aber egal, wenn ich Eisweibchen fertig habe, perfekt. Reichengebiet mehr zumindest bei dem hier schon mal. Wenn ich für den hier seine Artefakte holen kann, wäre es perfekt. Wieso? Für mein Schurken-Artefakt, du Arsch. Ja, ich kann nichts für.
Genau. Und das ist der, der einfach gar nicht die Schuld dran hat. Ja, die andere ist gerade im Bau, also... Ja, die andere ist nun gerade im Bau. Was kann ich dafür? Yep. Meine habe ich schon. Wenn es die gleiche Artefaktwaffe ist, werde ich sie verschrotten. Die haben die jetzt gekickt? Also dir die Schuld geben, dass die immer geheilt werden. Schlampe. Daneben, du Riesenkoloss. Immer noch daneben, du Vollidiot. Wenn du sie schon aufgelevelt hast, nö. Also wenn du sie schon aufgelevelt hast. Wenn du natürlich nicht aufgelevelt hast, dann ist es was anderes. Was guckst du dir jetzt mal an? Ach so. Wie willst du noch spielen, aber wann ist die Frage? Ich muss Gott sei Dank die Waffen transferieren. Ich habe alle doppelt und zehnfach. Ich habe von jeder exotischen Waffe mindestens zwei Stück, meistens aber drei oder vier oder fünf. Ob ich meistens in der Poststelle. Danke. Jetzt zieht die noch den scheiß Drachen. Heilin, 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 Heilin. Jetzt muss ich gleich nur noch Dingsbums machen, Chatraxis. Und dann bin ich fertig.